So, ihr Lieben, guten Tag. Wir machen heute schöne indische Lakritz Cheese Chili. Das ist die Kichererbsenmehl mit indischen Gewürzen eingeriert, indischer Käse, ein Stückchen geschnitten. Die Käse kommt praktisch alles hier rein. Das Kichererbsenmehl machen wir. Da hat man eine schöne Kruste. So, so sehen die aus, die Panier. Die nehmen wir jetzt mal raus. Schön weich und schöne Kruste mit Kichererbsenmehl. So, da vorbereiten wir heute mit eine normale Pfanne nehmen, darf nicht anbrennen. Haben wir unsere indische Kümmel, Zwiebel, frische Knoblauch, Ingwer, frische Paprika. Sie können natürlich vorher auch Feueröl reinmachen. Ich mache Öl später rein, weil es darf nicht anbrennen. Dafür nehmen wir schönes, frisches indisches Öl. Damit können Sie einfach nochmal leicht mit einer Kelle einrühren. Kommen die Lorbeerblätter rein. Den Geschmack. Dazu kommt Salz, ganz wenig, weil es mögen nicht alle, dass so viele Leute salzige essen. Wir machen ganz wenig rein, man kann ja nachwürzen. Dann kommt frische Tomaten. Muss man bloß mal ein bisschen anputzen lassen, leicht. Dann sind die indischen Gewürze. Sehr, sehr geniale Sache. Die werden quasi alles aus Indien herproduziert. Machen wir ein bisschen trockene Koriander. Bokschonklee, Kurkuma, dann haben wir trockene Koriander, trockene Curry und gemahlter Kümmel. So, da kommt das Süß-Sauer-Soße leicht. So, dann machen wir diese indische Käse leicht rein. Einmal schwenken. Natürlich können Sie gerne das Salz einfach mal probieren, ob das